Hallo, heute sind wir in der Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen. Hier bei uns auf der Giraffenanlage und das Besondere bei uns auf der Anlage, finde ich, ist eigentlich, dass wir eine sehr schöne Gemeinschaftsanlage haben. Das heißt, die Giraffen bewohnen diese Anlage nicht alleine. Wir haben noch drei verschiedene Antilopenarten da drauf. Das sind die Blessböcke, die Nialas und die Impalas. Und dann sogar noch zwei Vogelarten. Einmal die Hornraben, die natürlich ein Riesengebiet in der Relation hier haben. Und die Pelikane, die sind weiter unten, da haben wir noch einen Wasserlauf. Da bewohnen die halt die Baumsavanne, wie wir sie hier halt nennen. Im Winter ziehen die natürlich um, da gehen sie ins Winterquartier, weil festgefrorene Pelikane braucht man natürlich nicht. Und die können ja halt in ihren Stall einfach runterlaufen. Unsere Giraffen, das sind Rothschildgiraffen. Eine ganze Familie, die ist gut zusammengewachsen. Wir haben vier erwachsene Kühe, einen erwachsenen Bullen. Hans ist auch eine Nachzucht von hier, der ist 2011 geboren. Hans ist eine Handaufzucht geworden, das war das Jungtier von Jadranka, die steht da oben. Und der Hans war ihr erstes Jungtier, was sie zur Welt gebracht hat. Und da gab es schon ein paar Komplikationen und sehr heftig die Geburt, sodass sie halt doch große Schmerzen hatte und wollte ihn eigentlich nach der Geburt um die Ecke bringen. Und von daher ist es eine Handaufzucht geworden. Als er dann größer war, fand sie ihn aber toll, weil Jadranka ist wirklich für Teenies die Beste. Die spielt mit den Jungtieren und bringt ihnen sogar für eine weibliche Giraffe, sehr ungewöhnlich, aber das Kämpfen bei. Also die kann Halskämpfe, das sieht man sehr, sehr selten. Und dazu gibt es dann halt noch zwei Jungtiere. Nur einer steht aber gerade da hinterm Laub, das ist der George. Und die hier vorne am Laub steht, das ist die Mary, das ist die Mama von ihm. Da kommt der George jetzt gerade um die Ecke. Der ist jetzt im März 2 Jahre alt geworden. 2 Jahre? 2018? Ja, der ist 2 Jahre alt geworden. Ja. Und wenn der George dann ein neues Zuhause findet, dann wird der George natürlich irgendwo in einen anderen Zoo gehen. Weil mehrere Bullen halten, macht man eher weniger. Beziehungsweise bei den Giraffen haben wir leider das Problem, in freier Wildbahn ist es so, dass der Bestand immer, immer weniger wird. Es ist also in den letzten 10 Jahren sind die Giraffen von 160.000 auf 80.000 runtergegangen. Das passiert allerdings nicht durch Wilderei, wie es sonst so oft bei den Tieren der Fall ist, sondern es ist einfach der Lebensraum, der fehlt. Der Mensch breitet sich immer weiter aus. Und Giraffen sind nun mal keine Kulturfolger, sondern brauchen halt ihren Platz für sich und müssen sowieso sehr viel umherwandern, damit sie genug Futter bekommen, da die Bäume sich sogar auch was einfallen lassen haben. Giraffen gehen halt nicht nur rein an das Laub dran, sondern Giraffen fressen sehr, sehr gerne auch die Rinde ab und das würde die Bäume zerstören. Und so können die Bäume im näheren Umfeld Informationen weitergeben, bilden Bitterstoffe und so müssen die Giraffen dann weiterziehen, um nicht alles kaputt zu machen und der Baum schützt sich dadurch. Hier kriegen unsere Giraffen auch ganz, ganz, ganz viel Laub. Also wir haben sehr viel Glück in unserem Zoo und können ihnen wirklich so nah wie möglich ihr Futter nahe bringen, sodass also das, was hier jetzt hängt, das ist Haselnuss, die ist jetzt nicht so beliebt. Am liebsten fressen sie wirklich Weidenlaub oder Akazienlaub. Und ja, das sind in der Woche meistens so 25, 30 Kubikmeter Container, den wir bekommen. Und das verfüttern wir hier halt. Zusätzlich gibt es dann noch verschiedenes Gemüse und Pellets und natürlich ganz, ganz, ganz viel Raufutter, was das Wichtigste ist. Halt die Luzerne ist für Giraffen das A und O, dass wir das halt haben als Ersatzfutter, weil nur Laub funktioniert natürlich nicht. Vor allen Dingen im Winter haben wir ein Problem, an frisches Laub zu kommen. Dann wird dann eher abgerendet. Ja, und Schmusestunde, wie man sieht, gibt es natürlich auch immer.
wenn wir auch die Anlage sauber machen, meine Kollegen sind gerade auf der Anlage, dann haben wir meistens unseren Hans halt dabei. Und ja, Hans hat zwei Familien, der hat halt uns als Familie und hat seine Giraffenfamilie. Der kann beides, ne? Passt auch zwischendurch auf. Wir haben mal eine Antilope gehabt, die halt sehr viel Chef gespielt hat. Die kam dann auch öfters zu uns und wollte uns von der Anlage jagen. Und wenn Hans das gesehen hat, dann hat er die Antilope verjagt und wir hatten wieder unsere Ruhe. Ne? Also alles in allem ist es hier eine wunderschöne Anlage mit sehr viel Platz. Alle Tiere können rennen. Es gibt sehr viel Interaktion unter den Tieren. Also selbst, dass man den Kito hat man früher oft gesehen, den Giraffenbullen. Der kam immer runter und hat mit der einen Antilope ständig Kontakt aufgenommen. Knutschen ist jetzt übertrieben, aber die waren wirklich ganz oft Nase an Nase und dann sind die wieder ihre Wege gegangen. Und jeder schaut auch, wenn Aktionen sind in den gewissen anderen Gruppen. Was ist denn da gerade los? Es ist also eine absolute Bereicherung, die man den Tieren gibt, wenn man diese Gemeinschaftsanlagen halt hat. Eigentlich noch sehr interessant ist, dass wenn man Jungtiere hat, die halt der Mama oder dem Papa sehr oft sehr ähnlich aussehen können. So wie man das beim Menschen ganz normal hat, dass man sagt, boah, der sieht ja aus wie Papa und die Nase oder die Ohren, wie auch immer. Und bei Hans ist es auch so. Hans sieht absolut aus wie seine Mama. Es ist also auch nicht abhängig davon, ob jetzt das männliche Tier wie Papa aussehen muss, sondern es sind Züge wirklich davon, weil er sieht überhaupt nicht aus wie sein Papa, sondern da hat er das alles von Mama. Und er hat ja auch noch wirklich eine Vollschwester, die Kitoja, die ist aber auch mittlerweile schon in einem anderen Zoo. Die ist in Frankreich. Wenn man von ihr heute noch Fotos sieht, dann meint man wirklich, ja, Dranka steht vor einem. Oder die Bashira, die war jetzt hier vorhin leider nicht oben, die ist unten. Die kam auch aus einem holländischen Zoo, aus Rhenen. Und dann waren Tierpfleger, besuchen sich ganz gerne mal. Und dann waren die Pfleger da. Und ohne, dass sie es überhaupt wussten, sagt sie, boah, der sieht ja aus wie unser Bulle. Hammer! Und ich sage, ja, das ist ja auch seine Tochter. Also diese Giraffe, die Bashira, sieht aus wie ihr Papa. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken und auch nicht den Kanal zu abonnieren.